Hallo miteinander. Am 26. November sind wieder Abstimmungen. Wie ich das auf jede Abstimmung hinmache, habe ich auch das mal ein kurzes Video vorbereitet, wo ich euch erkläre, um was es geht und wie man gerade richtig die Unterlagen ausfüllen und wie man richtig abstimmen. Fangen wir wieder ganz einfach an. Ihr habt wieder das braune Kuvert bekommen. Da hat es hinten dran eine Reissleine. Dort müsst ihr das Kuvert aufmachen. Wichtig ist, macht es dort auf und nicht mit dem Brieföffner, weil sonst könnt ihr es am Schluss dann nicht mehr zukleben. Dann schauen wir doch mal gerade, was alles drin ist. Wichtig zu sagen ist, wir reden jetzt hier nur über die Stadt Zug und über die Abstimmung, die wir in der Stadt Zug haben. Also wenn ihr in einer anderen Gemeinde im Kanton Zug wohnt oder außerhalb des Kanton Zug, dann nützt euch jetzt in dem Sinn das Video hier nicht. Erster Schritt machen wir mit dem Stimmrechtsausweis. Ihr seht oben dran das Kästchen und dort drinnen müsst ihr eure Unterschrift setzen. Ich habe das so gemacht und wenn ihr den gerade verkehrt rum mit der Unterschrift nach oben ins Kuvert rein tun, dann seht ihr nachher im Fenster gerade, dass hier die Adresse der Stadtkanzlei drin ist und dann haben sie es gerade richtig eingepackt, um es nachher bei der Post abrühren. Dann hat es bei der Stadt Zug hier einen gelben Zettel drin, der geht um die Abstimmung zum Hochhausreglement. Ich habe vorher schon in einem kurzen Video, das ich vor ein paar Tagen gepostet habe, erklärt, um was im Hochhausreglement eigentlich geht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das nochmal anschauen und sonst hat es auf meiner Webseite auch noch weitere Informationen drauf. Nochmal kurz zusammengefasst, im Hochhausreglement geht es um den Bau von Hochhäusern. In der Stadt Zug gibt es im Moment keine klare Regelung, wie man Hochhäuser bauen und was es da für Regeln dazu geben soll. Die haben versucht, im grossen Gemeinderat, im Stadtparlament von Zug zu arbeiten. Ich war dort daran maßgeblich beteiligt an dieser Lösung, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben. Und bin dementsprechend auch überzeugt von dieser Lösung und bin der Meinung, dass es eine gute Lösung ist. Warum? Ich habe gesagt, wir haben im Moment keine Lösung für den Bau und keine Regeln für den Bau von Hochhäusern. Das heisst, theoretisch kann man mit wenigen Ausnahmen in der ganzen Stadt, unabhängig von irgendwelchen Höhenvorschriften oder sonst weitergehenden Vorschriften, kann man ein Hochhaus bauen. Für eine kleine Stadt wie Zug, ich denke mich das nicht verträglich. Also wir brauchen klare Regeln im Hochhausbau, was wir wollen und was wir nicht wollen. Heute beispielsweise kann man überall etwas machen, außer direkt zwischen der Bahnlinie und dem See. Das heisst praktisch in der ganzen Stadt. Mit dem Hochhausreglement können wir klare Regeln schaffen. Das heisst, wir bringen die Hochhäuser in klar und eng definierte Zonen hinein. Die Zonen sind höhenmässig abgestimmt und abgestuft. Heisst 30, 50 und 60 Meter. Alles über 30 Meter gilt als Hochhaus, alles darunter ist kein Hochhaus. Also 30, 50 und 60 Meter. Und es gibt in definierten Ausnahmefällen kann man bis Maximum 80 Meter gehen in die 60 Meter Zone. Für das muss man aber eine besonders gute städtebauliche Lösung bringen. Und das ist nachher in der Architektenfachsprache in entsprechenden Regeln festgeschrieben, was das muss heissen, eine besonders gute städtebauliche Lösung. Das heisst, es wird nicht einfach so sein, dass man überall 80 Meter bauen kann, sondern man muss einen Nutzen für die Bevölkerung können ausweisen können. Und sonst kann man nicht auf 80 Meter bauen. Das heisst, mit dem Hochhausreglement, das wir jetzt haben, dürfen wir sicherstellen, dass wir eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung in der Stadt haben. Das heisst, man kann nicht überall in die Höhe bauen, man kann nicht überall Hochhäuser bauen, aber man kann sie an den richtigen Orten höhenmässig richtig abgestimmt und abgestuft bauen. Darum finde ich es sehr wichtig, dass wir dem Hochhausreglement zustimmen. Wenn man das nicht macht, wenn das Hochhausreglement abgelehnt würde, dann haben wir einfach keine Lösung. Da haben wir Stand heute. Stand heute heisst, man kann praktisch losgelöst von irgendwelchen Anforderungen ein Hochhaus bauen. Denke ich, ist nicht gut für die Stadt. Die Stadt braucht klare Regeln und darum sollte man das Hochhausreglement unterstützen. Wenn ich euch jetzt so überzeugt habe, dann ihr am besten hier ins Kärtchen, im Kästchen, auf dem gelben Kärtchen, Ja reinschreiben. Nachher das grüne Kuvert nehmen und den Geldzettel darin verpacken. Aufmachen, zukleben und dann das grüne Kuvert hier rein tun. Jetzt können wir auch mittlerweile hier
den Klebstreifen weg. Nur früher haben wir es noch einmal abgeschleckt. Das war etwas grausig. Jetzt kann man das einfach aufmachen, ankleben und alles ist parat. Jetzt können Sie das Kuvert nur noch nehmen und entweder bei der Gemeinde, wenn ihr in der Nähe vom Stadthaus wohnt, gerade ablassen oder in den nächsten gelben Briefkasten von der Post und dann ist es zugestellt. Macht das möglichst schnell. Ihr könnt es bis zum Freitag vor der Abstimmung könnt ihr das noch abrühren beim nächsten Briefkasten von der Post. Sonst müsst ihr es bei der Stadt selber ablassen oder dann am Sonntag brieflich bei der Urne abstimmen, nicht mehr brieflich. Ich freue mich, wenn ich euch überzeugen kann und euch eine gute Anleitung bringen für das Abstimmen für den 26. November in der Stadt Zug. Wie gesagt, hoch aus Reglement. Ja, aus Überzeugung, andere Abstimmungen haben wir nicht. Bis bald miteinander.